Nationsspiele gegen Tschechien und Norwegen vor. Unser Reporter Marc Bärenbeck beobachtet für uns das Training. Wobei, Marc, wenn ich so hinter dich gucke, ich sehe irgendwie noch niemanden. Werden wir denn heute überhaupt den kompletten 24-Mann-Kader dann auf dem Platz sehen, wenn sie kommen? Ja, nicht den ganzen Kader. Serge Gnabry ist nicht mit dabei. Der Knöchel macht noch Probleme. Als er heute im Hotel angekommen ist, heute Mittag, war er auch getaped am Fuß, ist dann in Badeschlappen ins Hotel rein. Aber der Rest ist mit dabei. Und wir können auch gleich mal draufgehen auf die Mannschaft, denn vor wenigen Minuten sind sie angekommen. Der Rest wird also jetzt trainieren. Heute Mittag gegen 13 Uhr mussten sie alle eingetroffen sein im Hotel hier in der City in Stuttgart, ungefähr 5 Minuten entfernt. Und jetzt sind wir ja direkt auf dem Trainingsgelände des VfB Stuttgart. Und jetzt geht's gleich los mit dem Training. Für Thomas Müller läuft so auf Vereinsebene nicht so wirklich rund. Nach dem Bremen-Spiel beklagte er sich ja öffentlich über zu wenig Einsatzzeiten. Also Ancelotti hat ihn ja auch gegen Bremen erst in der 73. Minute eingewechselt. Wie siehst du denn jetzt seine Situation in der Nationalmannschaft? Ja, viele Augen sind natürlich jetzt auf Thomas Müller gerichtet und wir versuchen ihn auch mal einzufangen, während die Jungs sich noch die Schuhe anziehen. Heute ist er angekommen, im Bus übrigens gefahren hierher nach Stuttgart und eigentlich war er durchaus locker, als er ausgestiegen ist. Hat zwar nicht viele Autogramme geschrieben, nur kurz den Journalisten zugezwinkert und dann ist er auch rein. Keine großen Sprüche gerissen, aber er hat jetzt auch keinen bedrückten Eindruck gemacht. Anders ja am Wochenende, als er dann seinem Unmut ja so ein bisschen Luft gemacht hat. Aber der Bundestrainer hat auch direkt dann im Interview heute Mittag sich hinter Thomas Müller gestellt und gesagt, er ist nach wie vor ein wichtiger Faktor. Er ist ein Leistungsträger und eigentlich, das hat er schon durch die Blume gesagt, dass er für die Nationalmannschaft nach wie vor eigentlich ein wichtiger Spieler ist und mehr oder weniger unantastbar. Vor allem auch, weil er da seine Leistungen ja immer gebracht hat. Und es wäre ja nichts Neues, wenn Joachim Löw auf Spieler setzt, die es in der Vereinsmannschaft vielleicht nicht ganz so leicht haben gerade. Trotzdem aber, er glaubt, dass sie für die Nationalmannschaft ganz, ganz wichtig sind. Wir sind gespannt, wie er sich macht dann auch in den Spielen. Dann wahrscheinlich ja von Beginn an für ihn dann eine andere Rolle. Joachim Löw sagt aber auch, naja, das war jetzt ja erstmal das eine Spiel, wo er so lange geschmort hat auf der Bank. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber klar, die Länderspielreise kann so ein bisschen Selbstvertrauenstank werden für Thomas Müller. Löw selbst sagt, das braucht er doch eigentlich gar nicht. Das ist ein gestandener Spieler, der braucht nicht unbedingt Selbstvertrauen. Und auch ein anderer Leistungsträger, der ist gar nicht mit dabei. Es geht um den Torhüter Manuel Neuer. Er wäre ja gerne nach seiner Verletzung auch wieder zum DFB-Kader gestoßen, beziehungsweise würde da gerne dazugehören. Aber der Bundestrainer hat gesagt, ist nicht. Warum verzichtet er denn auf seine Nummer 1, beziehungsweise wie begründet er da seine Entscheidung? Ja, Ter Stegen, Leno und Trapp sind mit dabei als Torhüter, Manuel Neuer noch nicht. Und er hat ja durch die Blume gesagt, naja, er könnte eigentlich jegliche Spielzeit gebrauchen. Und deswegen wäre es gut für ihn, wenn er dabei gewesen wäre. Aber Joachim Löw hat auch heute im Interview gesagt, er hat sich ja der Presse gestellt, dann noch vor dem Mannschaftshotel heute Mittag, ganz klar, dass es eigentlich unvernünftig wäre, wenn Manuel Neuer jetzt auflaufen würde. Dafür ist er zu kurz im Mannschaftstraining und die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch was passiert, ist zu groß. Dafür ist das Ganze dann auch nicht so wichtig. Und es gibt ja eben auch die anderen drei Torhüter, die diese Rolle ausfüllen können. Manuel Neuer soll weitere Trainingseinheiten in Ruhe beim FC Bayern erst einmal auftanken und auch dort Spielminuten sammeln, bevor es dann wieder zur Nationalmannschaft geht. Also da hat Joachim Löw dem Ganzen eine Bremse reingegeben, aber auch gesagt, dass er mit Manuel Neuer gesprochen hat, das auch erklärt hat und der absolut fein damit sei. Also natürlich, Manuel Neuer wäre gerne dabei gewesen, der ist heiß nach so langer Leidenszeit, aber Joachim Löw hat sich erst einmal gegen ihn entschieden. Und es ist zwar eine Floskel, aber sie trifft leider wirklich zu in dem Fall. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ja? Zum Start in die WM-Saison hat Joachim Löw jetzt den ganz großen Konkurrenzkampf ausgerufen. Den größten vielleicht aus seiner Amtszeit. Stimmst du ihm da zu? Und könnte es auch zu Härtefällen im Kampf um die WM-Plätze kommen? Ja, Löw hat ihn ja selbst so genannt, der härteste Konkurrenzkampf aller Zeiten. Und es ist ein Luxusproblem. Für Löw natürlich richtig gut, für die Spieler so semi-gut. Denn keiner kann sich eigentlich seiner Position sicher sein. Das hat auch Löw so gesagt, egal wie viele Länderspiele, egal wie viel Verdienste, alles wird auf den Prüfstand gestellt. Jetzt mit dabei sind ja insgesamt 17 Confed-Cup-Sieger und aber natürlich auch einige Herren, die im Sommer ein bisschen länger am Strand liegen konnten. Toni Kroos zum Beispiel, Mesut Özil, also einige Rückkehrer, die jetzt wieder mit dabei sind.
Aber man merkt auch, dass natürlich die U21-Stars so ein bisschen reindrängen. Zum Beispiel ist Serge Gnabry jetzt mit dabei. Allerdings ja, wie gesagt, heute verletzungsbedingt nicht auf dem Platz. Aber da gibt es natürlich einige, die jetzt unbedingt auch in diesen Kader rein möchten. Denn jetzt beginnt ja die Saison der WM. Und da geht es natürlich darum, wer jetzt dabei ist, dessen Chancen steigen von Länderspiel zu Länderspiel. Insgesamt gibt es aber dann bis zu 40 Spieler, die in diesem Scouting von Löw mit drin sind. Und das ist ja eine ganze Menge. Am Ende wären es ja dann nur 24. Und das zeigt eben schon, dass der Konkurrenzkampf richtig groß ist. Und ja, wir sind gespannt, wer sich dann auch bewährt am Freitag beim Spiel in Prag und dann Montag hier in Stuttgart das zweite Länderspiel. Das sind die nächsten Bewährungsproben. Bisher hat die deutsche Mannschaft ja eine weiße Weste, 6 Qualifikationsspiele, 6 Siege. Die will man behalten und dann auch die Qualifikation für Russland endlich auch fix machen. Schöne Live-Eindrücke der deutschen Nationalmannschaft aus Stuttgart. Dankeschön, Marc Bärenbeck, für deine Infos.